Also, wenn ihr hier in der Nähe seid, müsst ihr unbedingt nach Progresso kommen. Das ist so schön. Wir sind gestern Abend noch hier spazieren gegangen, in die andere Richtung, also in die andere Richtung nach links weg. Und leider hatten wir die Kamera nicht dabei, weil wir nicht dachten, dass das da hinten so schön ist. Da sind überall solche Statuen, verschiedene, und auch richtig viele beleuchtete Palmen und Lichterketten und so. Ein Steg, wo man drauf laufen kann, sogar mehrere. Und richtig, richtig schön zum Abend spazieren gehen, im Dunkeln auf jeden Fall. Da hinten ist auch ein Skelett von einem Buckelwal, der hier 2016 angespült wurde. Ist wahrscheinlich eine Nachbildung, nicht das Original, aber da kann man mal sehen, wie groß es ist. Und die haben hier echt viel gemacht, also wirklich schön. Und eine kleine Kirmes. Wenn ihr hier seid, müsst ihr unbedingt hierher. Also ich finde es hier richtig, richtig schön. Ich muss sagen, das ist die schönste Promenade, die ich bis jetzt gesehen habe. Und wir haben schon einige gesehen. Wind! Natürlich haben wir auch wieder Gegenwind. wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter. Haben jetzt zwei Nächte verbracht und es war hier echt schön. Auch guckt euch den Strand an und das Wasser. Das ist wirklich, wirklich toll. Genau, also nur zu empfehlen. Hier sind die Waschbärchen wieder. Okay, wir schrauben das hinten aufs Fahrrad. Weil hier hinter, das ist nämlich das Reservat, wo wir gestern waren. Vorne ist der Eingang, den habe ich ja gerade noch mal gezeigt. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob wir das gestern gefilmt haben, ehrlich gesagt. Weil wir so voller Vorfreude waren und aufgeregt waren. Wir waren ja gestern in einem Reservat. Bei den Waschbären und Nasenbären, wo auch die Zenoten waren. Und das ist hier ein riesen Gebiet. Also die Waschbären laufen da frei drin rum. Das ist auch ein Sumpfgebiet. Was wollte ich jetzt sagen? Was hat mich durcheinander gebracht? Entschuldigung. Das ist immer, wenn er dazwischen quatschen muss. Achso, ja genau, ein Riesengebiet, wo die Waschbären halt frei laufen in riesengroßen Gruppen. Und in diesem Park, sag ich mal, da kriegen die halt Tortillas, werden gefüttert. Und da sitzen halt, wie gesagt, Männer, ich weiß nicht, ich glaube, das hatte ich schon gesagt, die ein bisschen aufpassen, dass da kein Mensch irgendwie Blödsinn macht. Und da durfte man die mit Tortillas füttern. Genau. Und hier steht jetzt ein Schild, dass hier auch Waschbären rumlaufen können, weil die ja wie gesagt frei sind. Ja, deswegen mal gucken. Wir haben ja noch die Hoffnung, dass wir noch ganz viele Waschbären auf unserer Mexiko-Tour jetzt hier sehen, weil das einfach unsere Lieblingstiere sind. Und deswegen wurde auch gestern ein Riesentraum von uns ging in Erfüllung. Ja, wir freuen uns immer noch. Oder? Ja. Thank you.
So, wir sind jetzt von der Ausgrabung gerade weggefahren und haben schon 4:30 oder 20 vor und wollten gerade einen Schlafplatz suchen. Basti hat im Internet schon mal grob geguckt bei Google Maps, ob man hier was findet, weil links und rechts neben der Straße sind überall die Mangroven-Sümpfe und da ist es ein bisschen schwierig. Und jetzt sind wir gerade hier so einen Trampelpfad rein und haben den perfekten Platz eigentlich gefunden. Wir wissen gar nicht, wo wir hin sollen, weil wir so viel schöne Auswahl haben. Also genau, hier hinten, da, Moment, jetzt muss ich mich orientieren, ich hab's nicht so, da hinten müsste die Straße sein und dann sind wir da durchgekommen, hier vorne lang und jetzt ist hier echt eine riesengroße Fläche, super schön und genau, wir schauen jetzt mal, wo wir am besten uns aufbauen, damit wir gleich noch ein bisschen Schatten haben. Genau, also so schnell haben wir schon lange nicht mehr so einen super schönen Schlafplatz gefunden. Richtig gut. Genau, dann fangen wir jetzt an zu kochen und das Zelt aufzubauen, weil es auch circa einer Stunde duster wird und dann die Mücken meistens über einen herfallen, wenn jetzt hier überall Sümpfe um uns rum sind. Guten Morgen! So, unser Schlafplatz war an sich super schön. Wir hatten eine echt ruhige Nacht. Man hat nichts gehört. Wir konnten schlafen wie die Babys. Das Einzige, der Nachteil, hier waren richtig viele Mücken gestern Abend. Wo der Wind noch da war, waren keine da. Und schlagartig kamen die in ganzen Schwärmen an. Also richtig, richtig viele Mücken. Man konnte sich kaum retten. Und das Schlimme war, gestern ist auch noch mittags mein Mückenzeug leer gegangen. Jetzt haben wir nichts mehr. Das heißt, ich konnte mich noch nicht mal einsprühen. Basti auch nicht. Und ja, die haben mich komplett zerstochen. Besonders wieder mein Knöchel. Den hat sie da getroffen. Ich guck mal, ob man es sehen kann. Ich weiß es nicht. Das da ist ein Elefantenfuß. Da haben wir keinen Knöchel mehr. Der Sandal, also der Schuh ist richtig eng. Also ich krieg's auch nicht mehr richtig zu hier. Auf der anderen Seite sieht es normal aus. Ja, also richtig schön. Mal gucken. Ich muss wahrscheinlich nachher den Schuh noch mal lockerer machen. Mal sehen. Ja, schön angeschwollen auf jeden Fall. Tut richtig weh beim Laufen. Mal gucken, wie es mit dem Fahrrad fahren wird. Ja, das Problem habe ich leider immer, wenn die an den Knöcheln stechen, dass es dann richtig schön anschwillt. Ich war tatsächlich auch mal einen Tag auf der Arbeit krank geschrieben deswegen, weil ich einfach nicht laufen konnte. Und im Baumarkt, wenn man nicht laufen kann, ist es ein bisschen schwierig. Ja, naja. Ansonsten, wie gesagt, war es super. Basti ist auch wieder da. Da-da-da-da. Ja, und jetzt packen wir unser Zeug zusammen. Und dann fahren wir gleich mal weiter. Wieder richtig schönes Wetter heute. Jasmin hat zu kämpfen mit ihren Mückenstichen. Aua. Ja, gestern Abend. Ja, ich hab's vorhin schon erzählt. Ach, hast du schon erzählt? Aber okay. Es wird immer schlimmer. Es ist mittlerweile schon bis zu den Zehen. Autsch. Und da hinten, man sieht einfach kein Knöchel mehr. Das ist steinhart, kochend heiß. Und mittlerweile ist es schon bis zu den Zehen wieder angeschwollen. Und ich mache den Schuh jetzt noch lockerer. Elefantenfuß. Ja, Elefantenfuß. Ich nehme jetzt Cetirizin-Tabletten. Eigentlich nimmt man eine am Tag, aber ich nehme jetzt morgens und abends eine. Und dann schwillt es wieder ab, weil das eine allergische Reaktion ist. Und an den Knöcheln habe ich es halt besonders schlimm. Immer. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig unangenehm, weil es schwillt halt an und spannt extrem. Es fühlt sich an, als würde es jeden Moment platzen. Es ist kochend heiß, es juckt, es brennt, es sticht. Und dann beim Fahrradfahren merkt man halt, dass es bis hoch in die Wade geht und bis zu den Zehen. Also ganz schön unangenehm, ja. Aber was soll man machen? Man muss es aussitzen, so wie jedes Mal. Ich habe auch Mückenstiche. Aber du hast nichts. Guter Körper. Na toll. Gutes Immunsystem. Ja. Jojo, der Winter in Mexiko, ganz schön kalt hier. Ups, soll man machen, ne? Ja, wir frieren schon leicht. Gott sei Dank sind wir nicht in Deutschland, da ist es immer so warm im Winter.
Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es hat die ganze Nacht geregnet. Nicht so schön. Naja, gehört auch dazu. Wir sind im Regenwald. Wer jetzt erwartet. Genau. Ja, es hat die ganze Nacht geregnet. Jetzt hat es heute Morgen endlich aufgehört. Wir saßen jetzt eben noch im Zelt und haben dann gefrühstückt. Jetzt tröpfelt es halt nur noch hier die ganze Zeit von den Bäumen. Aber naja, ist halt so. Genau. Packen jetzt zusammen. Und unser Ziel heute ist Chichen Itza. Dürfte der ein oder andere vielleicht kennen, die großen berühmten Pyramiden. Das ist übrigens auch unser erstes Weltwunder auf unserer Reise von den 7 neuen Weltwundern. Gehört nämlich Chichen Itza dazu. Und eine große Zenote ist da auch noch, wo wir dann auch noch schwimmen gehen wollen. Also, wir sind mal gespannt. Hoffentlich bleibt es jetzt trocken. Der Himmel ist zwar ziemlich grau. Mal gucken, was uns erwartet. Und wenn es regnet, dann regnet es halt. Dann hat man sich das Duschen gespart schon mal. Mein Fuß sieht auf jeden Fall immer noch sehr heiß aus. So sieht er normal aus. Und hier haben wir den dicken Klumpen. Schön. Ja, so sieht's aus. Sogar hier geht's gerade hoch. Also, ja. Was soll ich sagen? Mal sehen. Zombie-Fuß. Zombie-Fuß, genau. Kein Knöchel mehr. Uiuiuiui. Nichts mehr da. Steinhart. Hier ist eine kleine Falte. Ja. Sexy auf jeden Fall. Ah, fährt man los, fängt gerade zu dieseln. Ja, ich habe extra meinen Poncho übergeschmissen.